Wir sind zurück. Weiter geht es mit einer neuen Folge Assassin's Creed. Mega mäßig, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute wollen wir uns um die uralte Festung kümmern. Wir befinden uns auf der Karte genau hier. Danach werden wir hier die beiden Fragezeichen noch mitnehmen. Und dann werden wir übersetzen und uns um diese Insel kümmern. Los geht's. Wenn wir mal schauen, dass wir hier jetzt ein bisschen besser vorankommen. Weil in der letzten Festung habe ich mich ja nicht gerade am Anfang mit Ruhm bekleckert. Das läuft schon ganz anders an. Dann gehen wir über der Mauer. Shit. Kriegen wir trotzdem. Nice. Aber wenig Loot irgendwie. Noch 13 Kultistenwachen. Nee, läuft. Aber auch das kriegen wir hin. Schließlich sind wir Meisterassassine. Ich denke, der geht vor die Tür. Oder auch nicht. Er wird einen schnellen Tod sterben. Boah, für den Freak habe ich 330 Drachmen bekommen. 329, aber hey, immerhin. Halt, hier runter. Den haben wir weggepflückt. Und den auch. Bleiben noch 10. Habe ich doch den richtigen Riecher gehabt, dass der runterkommt. Aber der geht in die andere Richtung. Und adieu. Da oben sind die letzten beiden Kisten und das Rätsel. Ich muss ein bisschen aufpassen. Adieu. Oh, der King. Hey. Ich liebe es einfach,
Wenn es so läuft wie ein Länderspiel, also nicht das deutsche. Obwohl, wir haben ja noch gar nicht über die Sportart gesprochen. Hier ist der nächste. Aber wir pflücken erst den hier oben weg. Sehr schön. Es werden weniger, nicht wahr? Also die Beute ist hier wirklich sehr überschaubar. Wir müssen eh alle wegholen. Anders vorgehen. Dann müssen wir ein klein wenig anders vorgehen. Den holen wir zuletzt. Ach komm schon, jetzt geht der in die andere Richtung. Lass mich doch verarschen. Dankeschön. Wir lichten mitten in diesem tempellichten Wolf. Gier nach Missgeschicken. Hinter der alten Festung lebt ein ewiger König. Sein Blick ist glasig, seine Knochen sind Stein. Und die Ruinen im Süden nennt man sein Heim. Alright. Da muss ich wohl rein. Wie komme ich denn da rein? Das sieht mir doch hier alles so verdächtig nach Drücken aus. Holen wir uns erstmal den letzten Typen. Es sind noch zwei. Obwohl, die laufen uns nicht weg, ne? Kommen von oben irgendwo rein? Vielleicht ist da ja ein Loch in der Decke. Man weiß ja nie. Oder ein Loch im Fels. Nicht so aus. Es gibt ein Rätsel, was ich so noch nicht lösen kann. Na, das ist ja mies. Vielleicht hau ich einfach mal drauf. Funktioniert nicht. Hier drauf. Keine Ahnung.
eine Höhle. Da können wir eventuell... Oh nein! Der Letzte. Was? Da kommt noch jemand. Deine Mutter. Ja, los. Das gehört wohl auch noch hier hin. Aber diese Kiste gehört nicht dazu. Kommen wir denn da raus? Das würde mich mal interessieren. Der Schatz ist definitiv oben. Im Tempel drin. Wir laufen in die verkehrte Richtung. Wir gehen ja immer tiefer. Wo zur Hölle bin ich hier jetzt? Kann ja auch so viel erkennen. Da geht's raus. Ich habe es mir gedacht, es ist einfach ein anderer Eingang. Puh. Irgendwie müssen wir doch da reinkommen. Aber wie? Wisst ihr was? Ich guck mal eben und ich cutte hier. Und wenn ich es gefunden habe, dann seid ihr wieder dabei. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, also ich habe alles versucht. Ich komme da nicht rein. Ich gehe einfach mal davon aus, dass wir noch irgendeine Mission brauchen, um dort reinzukommen, um den Code zu bekommen, weil an den Seiten gab es ja irgendwelche komischen Tafeln und ich gehe einfach mal, wie gesagt, davon aus, dass wir irgendetwas noch brauchen, damit wir damit interagieren können. Also bedeutet das für uns, wir müssen sie nochmal machen irgendwann, aber ist auch nicht so schlimm, wir töten ja gern, deswegen gehen wir jetzt hier unten hin. Mal schauen, wie schnell wir jetzt hier durch sind, dann müssen wir nämlich rüber zur anderen Insel. Come on, Zosse. Es muss ja was ganz Spezielles sein, was da in diesem Schatz ist. Sonst wäre der ja nicht so gut versteckt. Aber ihr kennt ja mein Glück. Wahrscheinlich ist es einfach nur so ein Ohrenstäbchen oder so.
Danke. Daneben, Freak. Sammeln wir ein bisschen Adrenalin. So, das ist noch unsers. Und hier drüben noch. Poliocci-Ruin. Das war schnell. Das war einfach. Dann gehen wir mal hier hin. Vermute auch irgendwo hier das Rätsels Lösung. Soll ja im Süden irgendwo sein. Deswegen schauen wir mal einfach hier ein bisschen rum. Aufgegebenes Grab. Okay, wir haben ein Grab. Perfekt. Warte mal. Grab bedeutet ja eigentlich immer einen Fähigkeitspunkt. Und da bin ich Fan von. Was ist denn da eigentlich? Ah, nur so ein komisches Krüppellager. Wo ist denn der Eingang? Nehmen wir doch den. Der Schlangenkiller ist wieder unterwegs. Ach komm schon, warum eigentlich immer? Kann doch nicht so schwierig sein. Schlagen. Mache ich 1000 Mal. Aber mit der Fackel kriege ich es nicht hin. Ich hätte sie mit Icarus markieren sollen, ich Idiot. Oh, hier drüben. So. Noch nicht eine einzige Schlange. Spooky, da komme ich nicht durch. Da darf ich also noch nicht lang. Aber wir haben ja noch einen Weg. Okidoki. Rührt sich nicht. Der Weg ist versperrt. Komm, ein Stück noch. Da ist was im Weg. So, jetzt könnte man nämlich da durchschlüpfen, glaube ich. Jetzt gehen wir trotzdem nochmal hier schauen. Ah. Wieder durchs Loch, unten lang. Alter, da macht er den Riesensatz.
glaube, wir sind auf einem guten Weg. Und da haben wir doch schon. Oh, ja, meine Freunde. Ja, sicher. Klar. Ist ja Logo. Muss ich mir heilen. Vollidioten, Schlange. Stirb. Gebt mir Fähigkeitspunkte! Musik! So, Moment. Hier machen wir mal frei. Jo, hier sind wir richtig. Muss ich nur den Weg wieder rausfinden. Ich glaube hier lang. Mensch, sind wir gut. Lese ich noch mal kurz das komische Rätsel. Seine Knochen sind Stein und die Ruinen im Süden nennt er sein Heim. Sein Bett ausrauben war ein Fehler, ein schlimmer. Nun liege ich bei den Toten und ich fürchte für immer. Gehen wir mal zu diesen komischen Ruinen hier. Es musste hier irgendwo sein. Die Frage ist nur wo. Suchen wir eine Statue oder nicht? Das ist die Frage, ne? Also hier bimmelt nichts, also ist es auch nicht hier. Es muss hier sein. Bin fast sicher. Nun gut. Jetzt hier endlos rumsuchen macht ja auch keinen wirklichen Sinn. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge beginne ich genau da, wo das Rätsel ist. Ich werde suchen und dann setzen wir über zur anderen Insel. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Schluss und aus, ich verflüssige mich. Nein, wir verflüssigen uns noch nicht. Vorher nehmen wir noch die Fähigkeiten mit. Ist ja klar, bevor ihr wieder schimpft. Zap, zerab, ich bin begeistert, aber jetzt... Schluss und aus, ich verflüssige mich und bin raus.